Ja, herzlich willkommen auf der Erziehungsmodellbauer. Heute Ender 3 lernt Deutsch. Gleich nach dem Intro. Ja, wir hatten ja hier den Ender 3 bereits umgebaut auf das 4.2.7 Mainboard und entsprechend die Firmware von der Homepage vom Ender heruntergeladen und auch installiert. Das hat auch gut funktioniert. In den Kommentaren habe ich dann gelesen, kompilier dir doch einfach mal selber die Firmware, ist gar nicht so kompliziert. Das habe ich dann auch gemacht. Wie ich das Ganze kompiliert habe, zeige ich heute nicht. Ich zeige euch, an welchen Stellen ich was geändert habe in den Vorgaben. Das können wir gleich am PC machen. Und dann zeige ich heute nur, wie ich die Firmware installiere, welche Sachen ich für meinen speziellen Drucker einstellen muss oder machen muss, damit das Ganze funktioniert. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Auf geht's! Ja, wie habe ich jetzt die Firmware kompiliert oder wo habe ich die Sachen hergefunden? Das zeige ich euch mal eben kurz. Hier bin ich auf der Merlin Homepage und hier kann man auch schon direkt die neueste Firmware herunterladen. Wenn ihr ein bisschen tiefer scrollt, habt ihr hier unten auch direkt eine Anleitung, wie ihr das kompilieren könnt. Danach bin ich einfach vorgegangen. Das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert. Aber kommen wir jetzt zu den Sachen, die ich benutzt habe. Ja, ich habe mir dann hier die ZIP runtergeladen. Da ist die neueste Version drin. Das können wir eben machen hier. Die Spalte können wir die einmal öffnen. Da ist dann hier so ein Ordner drin und da ist im Endeffekt hier genau das, was wir brauchen, um zu kompilieren, wie es in dem Video, was ich euch gerade gezeigt habe, erklärt wird. So, jetzt wollen wir natürlich die ganzen Sachen einstellen, dass da unser Ender auch funktioniert. Das machen wir über die Konfigurationsdateien und die finden wir hier, finden wir Beispiele. Dann gehen wir mal einmal hin. Hier unter Config Examples können wir einmal reinklicken und dann finden wir hier irgendwo auch Reality und da finden wir dann auch unseren Ender 3 wieder hier. Und dann müssen wir gucken, was wir hier haben wollen. Wir wollen ja hier unser Board V427 haben. Und dann habe ich hier diese Konfiguration genommen. Das heißt, die habe ich mir jetzt hier runtergeladen und die müsst ihr entsprechend... Meanwhile. So, ich habe jetzt hier diese ZIP entpackt und habe die hier auf dem Rechner getan. Und jetzt müsst ihr hier unter Merlin... Und da müsst ihr diese Konfigurations H und Advanced H und den Bootscreen habe ich hier auch nochmal reingepackt. Also die vier Dateien. Ja, die Config H habe ich entsprechend dann verändert bzw. angepasst, dass sie mit dem Bealtouch zusammenarbeitet. Die Änderungen gehe ich mal eben kurz durch, damit ihr seht, was ich da geändert habe. So, ich bin hier in meinem Editor Node++. Fangen wir einfach an. Ich bin hingegangen und habe hier jetzt einen Namen genannt. Den sehen wir gleich auf dem Display erscheinen. Steht ja auch hier. Also Zeile 140 habe ich entsprechend geändert. Gehen wir zur nächsten Zeile, die ich geändert habe. Also die restlichen Einstellungen sind alle so in der Datei, die ihr da von dem GitHub entsprechend runtergeladen habt. Ja, bei 4.740 habe ich hier entsprechend definieren pit temp bed, habe ich hier die Auskommentierung rausgenommen. Das heißt, dass ich das explizit haben will. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Einstellungen, die wir für den Bealtouch brauchen. Das sind nämlich einige, die wir da einstellen müssen. Das ist einmal hier 1280. Da habe ich hier den Definite Z-Probe Use Z-Endstop rausgenommen. Das habe ich hier quasi mit den zwei Strichen auskommentiert. Dann haben wir entsprechend hier in 83 habe ich das einkommentiert. Da steht nämlich Use Probe for Z-Homing. Das habe ich einkommentiert. Das heißt hier die zwei Striche entfernt. Dann geht es weiter. Hier habe ich Define Bealtouch einkommentiert und dann geht es weiter. Hier könnt ihr euren Offset eintragen von der Nozzle. Den können wir aber auch gleich
per Command in den Drucker schieben. Ich habe jetzt hier mal meinen reingetan. Der ist auch dann in der Firmware drin, wenn ihr die jetzt von meinem Link ladet. Aber ihr könnt das ja entsprechend eurem Drucker anpassen in der Firmware im Drucker. So, dann geht es hier ein ganzes End runter bis 1737. Hier habe ich Define Min Software Endstop habe ich rausgenommen. Dann habe ich hier Define Auto Bed Leveling B Linear gewählt. Da kann man ja hier die Methoden nehmen, die man hier für das Bed Leveling benutzt. Ich habe jetzt mich hier für diese Methode entschieden. Hier kann man auch lesen, welche Methoden es gibt und wie und was die machen. Dann habe ich hier den Wert Define Enable Leveling After G28 gemacht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich G28 ausführe, dann wird dementsprechend ein Leveling durchgeführt. Man kann auch den Wert hier drüber definieren. Das heißt, dann holt er sich mit dem G28 einfach die Bed-Leveling-Werte aus dem EEPROM raus und benutzt die. Dann hat man aber halt nur das, was man vom letzten Bed-Leveling hatte. Und macht kein neues. Das heißt, ich mache das so, weil ich vor jedem Druck quasi einmal neu levele. Das dauert vielleicht 30 Sekunden. Dafür hat man aber immer einen geraden Druck. So, jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende. Jetzt haben wir noch ein paar LCD-Einstellungen hier. Das ist einmal hier, dass das Bed Leveling im LCD angezeigt wird. Hier habe ich das einkommentiert. Und dann gehen wir hier weiter auf 2096. Das ist halt, dass wir ein Safe Homing haben. Das habe ich hier einkommentiert. Und dann haben wir noch 2428. Das heißt, ich habe hier die Sprache auf DE umgestellt. Ihr könnt auch sehen, welche Sprachen es entsprechend hier alle gibt. Ja, mehr habe ich nicht geändert. In der Advanced habe ich gar nichts geändert. Das habe ich alles so stehen lassen. Und dann kann man das Ganze kompilieren. Dann bekommt man die BIN-Datei und die habe ich auf die SD-Karte gespielt. Und jetzt geht's weiter am Drucker. Ja, die SD-Karte ist jetzt mit der Firmware bespielt. Die stecken wir wie immer hier im ausgeschalteten Zustand in den Ender rein. Ja, Kamera steht auf Display. Jetzt schalte ich mal ein und dann schauen wir, was passiert. Wir erwarten ja den Bootscreen entsprechend. Und da ist er auch schon. Das heißt, jetzt wird die Firmware installiert. Und jetzt müsste gleich ein Neustart erfolgen. Und dann müsste das Ganze funktionieren. Ja, wie ihr seht, ist hier jetzt die neueste Marlin drauf, die 2.1.2. Ich habe die ganze Firmware dann auch mal hier DRM genannt für der DRC-Modellbauer in der Version 4.2.7. Ja, wie ihr seht, ist das Ganze in Deutsch. Das hatte ich ja auch bereits vorhin bei den Einstellungen erklärt. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen einmal hier die PIN-IDs ermitteln, noch für das Heizbett und für die Nozzle. Das machen wir jetzt. Das geht hier unter Konfiguration, erweiterte Einstellungen, Temperatur, und dann kann man hier einmal Autotune machen und einmal Bed Autotune. Das heißt hier Extruder und einmal das Bed. Wir fangen einfach mal mit dem Bed an. Das heißt, wir können jetzt hier draufklicken und entsprechend hier die Temperatur noch ändern, wenn wir wollen. Ich lasse sie mal auf 45 jetzt stehen und drücke jetzt einfach auf Enter. Jetzt zeigt er uns hier im Display auch an, dass er jetzt aufheizt und dann fährt er da seinen Zyklus durch. Ja, wie ihr seht, liegt jetzt hier die Temperatur hoch, aber hier oben beim Sollwert ändert sich nichts. Das heißt, er macht jetzt im Hintergrund diese PID-Fahrt. Jetzt ist er auf Temperatur und jetzt geht er hier auf die Zyklenanzahl. Wir sind im Zyklus 0. Und gleich wird er hier in 1, 2, 3, 4 und 5 wandern und dann ist der Autotune PID auch beendet.
So ist der Zyklus auch beendet. Dann springt er wieder in die normale Firmware rein und die Temperatur vom Heizwert müsste jetzt langsam sinken. Das gleiche müssen wir jetzt ja noch für die Nozzle machen. Hatte ich bereits gerade erwähnt. Machen wir jetzt auch eben. Dazu gehen wir wieder in die erweiterten Einstellungen. Temperatur. Und dann gehen wir hier auf Autotune E1. Wenn wir jetzt hier runter scrollen, sehen wir, dass wir hier jetzt auch andere Werte drinstehen haben als die Standardwerte, weil er die ja geändert hatte bei dem geradigen RAM. So, wir drücken wieder auf Enter, können die Temperatur ändern. Ich lasse jetzt mal hier auf 185. Das kann man auch immer wieder wiederholen, falls sich hier die Umgebungssachen ändern an euren Drucker, wenn ihr den einhaust oder es ist wärmer und kälter im Winter, im Sommer oder so, dann könnt ihr da entsprechend immer wieder mal das PinID-Tuning durchfahren. Kann man aber auch nachher schön im Octoprint sehen, wie die Heizkurve da entsprechend gelaufen ist. Ja, wie ihr seht, geht er jetzt auch wieder in den Zyklus über. Er hat natürlich deutlich übersteuert und ist wieder deutlich unter die 185 gerannt. Und jetzt versucht er das Ganze einzufangen. Ja, und da ist der Zyklus auch schon beendet. Wir sind wieder hier im normalen Menü. Temperatur sinkt jetzt auch bereits. Zum Schluss würde ich euch jetzt raten, dass wir einmal die ganzen Sachen speichern, indem wir hier auf Einstellungen gehen und dann auf Config speichern, was dann mit einem Piepton bestätigt wird. Ja, jetzt haben wir entsprechend hier vom Bett und vom Extruder die PIDs entsprechend kalibrieren lassen. Jetzt müssen wir ja noch den Sondenversatz einstellen vom BealTouch zur Nozzle. Den hatte ich mir ja letztes Mal aufgeschrieben bzw. ermittelt und habe den dann mit Octoprint eingegeben. Jetzt haben wir das viel komfortabler. Wir können das nämlich direkt am Display machen. Dazu gehen wir hier in die Konfiguration, in das erweiterte Einstellmenü und dann gibt es hier Sondenversatz. Und da können wir jetzt den Sondenversatz einstellen. Das ist hier einmal die Werte X, Y und den Z-Versatz. Wobei den Z-Versatz kann man auch noch an einer anderen Stelle im Menü einstellen. Das sind auf jeden Fall die drei Werte, die ich hier einstelle. Und die kann man hier einfach verändern entsprechend. Und dann sind die in der Firmware angelegt. Am Ende würde ich immer wieder empfehlen, einmal das Ganze abzuspeichern. Das können wir ja hier unter dem Einstellmenü unter Speichern machen. Ja, zum Schluss gucken wir mal, ob alles funktioniert. Das heißt, wir machen mal einmal Bewegung, machen wir einmal Auto Home. Das heißt, er macht jetzt diese Auto Home Fahrt XY0 und dann einmal Z entsprechend auch 0 über das BealTouch. Jetzt können wir auch schön sehen, ob wir den Sondenversatz richtig eingestellt haben, weil jetzt müsst ihr genau den BealTouch Mitte vom Bett aufsetzen. Das sieht sehr gut aus. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Jetzt würde ich vorschlagen, machen wir mal ein Bettleveling, ob der auch die Punkte alle richtig anfährt und nicht über das Bett hinaus sich bewegt. Das heißt, wir gehen hier auf Bettleveling. Und dann gehen wir auf Bett nivellieren und drücken auf Start. Das passt sehr gut. Das ist 2 mm vom Rand. Das ist in Ordnung. Hier müsst ihr noch ein bisschen aufpassen mit den Klammern. Da habe ich mir hier so eine Markierung gemacht, dass ich die Klammer da nicht zu weit nach rechts setze. Er macht jetzt pro Position eine Messung. Man kann es auch auf 2 erweitern, aber ich denke hier für meine Zwecke reicht hier die einfache Nivellierung. Dauert entsprechend natürlich auch doppelt so lang. So, jetzt ist das Bettlevelieren abgeschlossen. Das Ganze kann man sich jetzt noch einmal abspeichern. Dann hat man auch die Werte, die wir gerade ermittelt haben im EEPROM. Aber wenn man jedes Mal beim Drucken ein neues macht, ist das nicht vonnöten.
Ja, somit wäre jetzt hier die Firmware-Konfiguration abgeschlossen. Das heißt, die drei Sachen PIDs, Bett und Extruder und einmal hier den BeelTouch entsprechend den Versatz einstellen. Und jetzt können wir auch schon unseren ersten Druck machen. Ja, es war heute ein kurzes Video. Es war ja auch nur ein kurzes Update hier zu meinem Ender 3, dass ich da die Firmware noch selber kompiliert habe und nicht so eine etwas angestaubte von der Homepage vom Ender 3 benutzt habe. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon Firmware kompiliert habt und was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ja, und für die Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, können das gerne machen. Alle anderen können einen Daumen da lassen und dann sehen wir uns auch wieder, wenn es wieder heißt Ziegelmann, der Erzählmodellbauer. Ciao.